Hallo zu Friede, Freude, Smartphone und zur App DB Navigator. Ich habe versucht, mir auf der App DB Navigator ein Ticket zu buchen und es wurde dauernd storniert. Ich weiß nicht warum und wieso und selbst am Telefon konnten mir die Mitarbeiter von der DB nicht sagen warum. Deswegen musste ich zum Schalter gehen und mir da mein Ticket kaufen. Heute zeige ich Ihnen, wie Sie ein Ticket, das Sie als Papier oder E-Mail bekommen haben, hier in Ihre App einfügen. Auch dafür öffne ich die App DB Navigator und hier unten in der neuen App DB Navigator finde ich das Menü. Ganz rechts ist das Profil, ich bin aber schon angemeldet, deswegen tippe ich hier gleich mittig auf Reisen. Hier sind alle meine stornierten Tickets und hier habe ich auch noch eine gemerkte Reise. So kann man sich Verbindungen merken und muss sie nicht jedes Mal neu raussuchen. Mein Superspar-Ticket habe ich als E-Mail bekommen, das sieht dann so aus, einmal Hin- und einmal Rückreise. Das Wichtige, was ich hier aber brauche, ist die Auftragsnummer. Hier in meiner App tippe ich rechts oben auf das Plus und jetzt muss ich diese Auftragsnummer eingeben. Ich muss sie nur einmal eingeben, Hin- und Rückreiseticket haben dieselbe Auftragsnummer. Jetzt muss ich noch den Nachnamen der reisenden Person eingeben. Und kann ich hier auf Hinzufügen tippen. Jetzt wird mein Auftrag hier rausgesucht und hier oben, das ist das Hinreiseticket. Und jetzt muss ich einmal ganz nach unten gehen. Hier unten finde ich meine Rückreise. Jetzt gehe ich noch einmal ganz nach oben. Was muss ich dem Schaffner jetzt zeigen, wenn er kommt? Dafür gibt es dieses Symbol hier. Das ist das Symbol für QR-Code. Und wenn ich hier einmal drauf tippe, dann wird der QR-Code geladen. Und diesen QR-Code zeige ich dem Schaffner. Nicht vergessen, Sie brauchen zum Ticket auch noch einen Lichtbildausweis. Und zu diesem Ticket muss ich auch noch meine Bahncard 25 vorzeigen. Das war's für heute. Ich wünsche Ihnen schöne Reisen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!